Was ist los, wenn sich feierwütige Deltas in weiße Tücher wickeln? Ganz klar, Toga-Party. Einmal im Jahr heißt es, alte Bettlaken aus dem Schrank geholt, kunstvoll drapiert und fertig ist die stilechte Toga. Am Eingang wird an jeden Toga-Träger Dosenbier verteilt. Ganz nach dem Vorbild des Films Delta Tau Chi – The Animal House wird auch in der gleichnamigen Donaueschinger Diskothek gefeiert. Die Toga-Party ist im Prinzip was ganz Besonderes. Und zwar feiern wir bei der Toga-Party nicht nur den Abend und die Stammgäste, sondern auch die Wurzeln des Deltas. Und die Toga-Party hängt mit dem Film zusammen, der namensgebend war fürs Delta. Das ist englischer Titel des Animal House von 78 mit John Belushi. Und im Prinzip ist es eine etwas skurrile Geschichte. Möglichst viele Toga-Träger haben möglichst viel Spaß. Und darum geht es an dem Abend. Ja. Wer sich im Lauf der Zeit als Delta etabliert hat, der wird an diesem Abend getauft. Taufe ist für diejenigen Deltas, also Delta-Zugehörigen, die sich in den vergangenen Jahren Verdienst gemacht haben. Ja. Dass sie mehrere Jahre schon dabei sind. Als Thekenkraft, als DJ oder als Helfer. Und irgendwann kommt man dann auf die Idee, den Leuten spezielle Namen zu geben. Und diesen Namen kommen sie dann bei der Taufe quasi offiziell. Und schon am Ostersonntag hält das Delta die nächste Attraktion bereit. Delta Osterrock mit den Bands Nirvana, Teen Spirit, Contra Crash und Mind of Doll. Karten gibt's noch an der Abendkasse.